Jeden Tag nutzen durchschnittlich 6.600 Fahrzeuge diese Straße. Sie ist eine wichtige Verkehrsverbindung von der Stadt Zürich und vom unteren rechten Zürichseeufer ins Glatttal. In der ersten Phase wird im Zollikerberg zwischen den Einmündungen Willhofstraße und Bühlstraße sowie im Ortsteil Binz von der Ortsgrenze beim Auenweg bis zur Einmündung Zürichstraße gleichzeitig gebaut. Diese Arbeiten starten im Oktober 2024 und werden bis März 2025 dauern. In der zweiten Phase wird dann im Außerortsbereich zwischen Zollikerberg und Binz gebaut. Diese Arbeiten starten nach Abschluss der ersten Phase und dauern bis im Sommer 2026. Was bedeuten diese Bauarbeiten für die Verkehrsteilnehmenden? Beginnen wir mit der ersten Bauphase. Während der ersten Phase wird der motorisierte Verkehr von Binz in Richtung Zollikerberg im Abschnitt zwischen Bühlstraße und Wielhofstraße einspurig mit einem Einbahnsystem durch den Baubereich geführt. Mit diesem Einbahnsystem wird verhindert, dass sich auf der Rosengartenkreuzung ein Rückstau bildet und die Kreuzung blockiert. Für den motorisierten Verkehr vom Zollikerberg nach Binz ist dieser Abschnitt während der ersten Phase gesperrt. Er wird großräumig über die beiden Kantonsstraßen Eschstraße in Maur und Wittikoner Straße in Zürich umgeleitet. Im zweiten Abschnitt im Ortsteil Binz wird eine Lichtsignalanlage aufgestellt und der Verkehr in beide Richtungen einspurig durch den jeweiligen Baubereich geführt. Für den Busbetrieb wird es in dieser Phase keine großen Einschränkungen geben, denn er kann auch im Einbahnbereich in beide Richtungen verkehren. Lediglich die betroffenen Haltestellen werden während der Bauarbeiten temporär um einige Meter verschoben. Velofahrende werden in der ersten Phase grundsätzlich zusammen mit dem motorisierten Verkehr durch den Baubereich geführt. Im betroffenen Einbahnabschnitt wird der Veloverkehr vom Zollikerberg nach Binz über die angrenzenden Gemeindestraßen umgeleitet.